keine Verluste, da geben wir einfach nicht genug Gas. Und Heal All werden wir es können. Gellig, ist das ein Angriff da? Scheiß mir. Und ich hoffe, da heilt er jeder mögliche Depp da. Ich heile da einfach auch ein wenig drin, weil wir sowieso auf dem Mana Capture sind. Das heißt, wir können da jetzt ruhig ein wenig Mana schwenden. Und alles zu spammen nur mit unserer Heilung. Ah, vorne haben wir ein paar mutige. Ah, ist eh klar, ein Skelett. Das sind Vorbilder. Da ist ein Artefakt. Ja, das muss schon gescheit stark sein, wenn man so die Verteidigung da anschaut. Und ich schnapp mir da jetzt da irgendeine Kreatur einfach. Und, wie schaut denn das aus? Und wir haben das ganze Zeug da kurz und klar. Ach, geh, so wurscht, das schaffen wir schon. Und ein wenig wieder drüber heilen, was halt geht. Haben wir Verluste, noch keinen einzigen, ja, das ist ja wunderbar. Da haben wir anscheinend richtig geil Dreh gehabt mit unserer Armee. Es werden da zwar immer ständig Leute eingeeist, darum ist auch das mit dem Possession Spell jetzt nicht mehr so wirklich gut machbar, das ist wahrscheinlich Absicht von einer. Und deshalb müssen wir da jetzt das alles immer mit großen Armeen machen, beziehungsweise mit unserem Super Call to Arms Spell. Und da haben wir einen gegnerischen Priester, Mönch, keine Ahnung, was wir auch schon wieder getan haben. Und ich denke mal, den holen wir sie auch gleich. Ah, wir brauchen wieder ein paar Imps, die haben uns ziemlich viel gekostet. Was sehe ich denn da hinten? Da haben überall noch so Deppere fallen, das ist nervig. Okay, dann schicken wir da zurück. Der hat noch nichts verloren, die lockt man sich aus, den Level 8 oder zum Beispiel. Müssen wir fast kommentieren, das war eine Schande, wenn man den da vergeht hast. Genauso wie den, wir haben schon wieder ein Magical Item da gefunden, sehe ich. Und den holen wir sie auch gleich und segieren wir ein wenig. Okay. Es wird nicht weniger. Aber was gut ist, wir haben da irgendwie keine Angriffe mehr von Höhen, weil ich denke mal, wir haben da ziemlich alle Höhenportale erwischt, bis auf die zwei da oben. Und die holen wir sie jetzt sowieso, ja. So, das haben sie gut gemacht. Ich werde jetzt nicht mehr alle aufheben, weil das dauert schon so dermaßen lang. Das ist ein Wahnsinn. Okay. Wie machen wir das am besten? Ich weiß noch gar nicht. Holen wir sich ein paar Kreaturen. Ich weiß, das da easy machen. Ja, Skelette gegen Mönche. Schauen wir mal, ob das wirklich so ein großer Unterschied ist, aber ich denke nicht. Das heißt, das wäre auch ein ganz normaler Kampf sein. Und ich denke auch, der Kampf gegen Vampire, also Mönch gegen Vampire, ist auch nicht eine storybedingte Sache. Also von dem her, obwohl es schon wirklich, wirklich viel sein. Mal aufpassen, dass uns der damit stirbt, genauso wegen, wie wir den unbedingt übernehmen wollen. Das möchte ich auf jeden Fall schaffen. Die heilen sich dann nämlich ganz fies. Priester, Mönche, irgendwas. Und, die machen gar nicht so wenig Schaden, weil sie einfach so fies sind und die hauen auch immer auf andere Säcke. So. Übernehmen, was geht. Ah, die heilen sie da immer. Jetzt machen wir das mal per Possession-Aktion. Also da ein wenig gezielt auf Angängen, weil das schaffen unsere Kreaturen da anscheinend nicht recht wirklich. Aber jetzt haben wir es geschafft. Da. Heilen wir nochmal durch. Und ich denke, da dürfte unser Keeper zu sein, unser Ziel. Und wir holen sie da noch ein paar. Da. Da haben wir den Level 8er, den was ich unbedingt möchte. Und wir haben keinen Mana mehr. Ein Wahnsinn. So. Ja, das schaut aus, wie wenn da jetzt der Bereich von dem gegnerischen Keeper werden würde sein. Tun. Irgendwas. Okay, da haben wir keine Kreaturen mehr, da haben wir auch keine mehr. Wir haben schon so viele Kreaturen, wir starten jetzt dann einfach den Angriff. Wir holen sie dann die zwei kleinen Bereiche dann noch, ist eh klar. Gezielt jetzt nach vorn preschen da. Wie viel kostet vielleicht so ein Imp? Na ja, kurz 17.000 und ich hole natürlich wieder 3-4 her. Dann kostet es halt. Okay. I hope you are prepared. Okay. Ich hoffe, ich bin auch prepared. Dann so. Wow, wirklich viel. Wow, das ist viel.
So. So. Ich werde aus rein taktischen Gründen jetzt den Bereich da so bauen und jetzt da unsere Armee absetzen. Und ein kleiner Call to Arms. Flagge noch vorsetzen, müssen sonst rennen uns da die halbe der Armee wieder davor. Wir werden die ganze Stufe mal steigern, alle glücklich machen und irgendeinen übernehmen. Ja, cool, das funktioniert voll gut. Und da rennen ein paar einfach vorbei. Nein, das habe ich befürchtet. Ah, geh weiter. Stande! Schwul! Okay, das schaut aus, wie wenn wir da wirklich ganz hinten treffen sollten dann im Gescheitern. Geleckt, das habe ich. Oh, das ist das müde. Die rennen da einfach durch überall. Das kriegt man. Die greifen uns irgendwie nicht an. Die stürmen nicht da noch vor. Ja, habe ich mir gedacht, dass da eine Call to Arms Flagge vom Gegner ist. Ah, das ist viel. Okay, ah, man sieht, das funktioniert genial. Und wir schnappen uns unsere Armee da und hauen jetzt einfach zurück zu unserem Dungeon und hoffen einfach, dass wir das standhalten, weil das hat so viel, das ist ein Wahnsinn. Starving in your prison, ne? Wir haben sogar den Vampire genommen. Coole Sache. Und wir schauen, dass wir den übernehmen. Und da haben wir jetzt schon einen großen Endkampf vor uns. Die kämen irgendwie nicht durch, die Hanseln. Jawohl. Ah, der hat sich auch die Priester übernommen. Okay, ist schon klar. Da müssen wir aufpassen, da darf uns nichts durchkommen. Okay, die kämen da immer wegen Schluckerl, weißt du, jetzt soll ich daher, da kommt nur eine Welle. Ah, okay. Was haben wir da? Da haben wir unparteiische Vampire. Ach so, Vampire von den Helden? Ja, keine Ahnung, was das schon wieder so ist. Aber wir haben da eine richtig dicke Schlacht am Start davor. Die fahren alle ein gegen unsere Armee, die greifen irgendwie nicht an. Das ist der Nachteil an der depperten Call to Arms Flagge, da die Kreaturen nicht nur gezielt drauf hinlaufen und einfach nicht mehr aufpassen. Hey, geh weiter, jetzt weiß ich es dann, jetzt verkaufe ich den Scheiß. Oh, da blitzt schon aus. Wir haben ein Mistress Level 4 schon. Und wir haben ein Level 3, okay. Der Level 8, der leidet nur da. Warte mal, so das da. Super. Das schaut gut aus. Schaut richtig gut aus. Level 5, den blitzen wir weg. Also mit dem Level 4, den haben wir um. Und den Level 7, ah, der hält uns eindeutig zu viel aus. Ja, und das Dungeon-Herz ist sozusagen völlig unbewacht. Das war recht. Da haben wir den großen Kampf noch, das passt, das haut so hin. Er researched wird er wie wahnsinnig, mit also Level 6, ja, geleck. Nice, klar. Und wir nähern sie dann im Ende, wie es ausschaut. Da machen die Imps gerade einen Wettkampf ums Vödel besetzen, das ist ein Wahnsinn. Geleck. Da müssen wir dann jetzt einfach mit einer großen Armee einpreschen, weil sonst können wir da nichts mehr machen. Okay, das schaut schon gut aus. Die haben jetzt auch irrsinnig viel XP gesammelt bei dem Kampf. Das ist klar. Haben alle volle HP durch unsere Priester und Heiler und was weiß ich. Aber die halten da wirklich extrem viel aus. Das heißt, das passt schon so. Und die geigen da nur immer Viere. Und da kämen nur so viel. Kämen die unendlich? Der hat nur Friedhöfe da, der Wahnsinnige. Ah, das kann sein, dass die Vampire immer wieder aufstehen und beim Friedhof uns gestorben sind. Aber das war ja doch ein wenig krass. Das heißt, wir konnten eigentlich jetzt sozusagen so eine Elite-Armee von uns picken, die mit einem Possession-Gruppenzauber alle zuüberholen. Oder wir holen sie einfach nicht die Besten von unseren Besten, von den Besten. Und schauen da jetzt nochmal vier. Ich weiß, das sind jetzt nicht unbedingt die allerbesten, aber dennoch ganz nützlicher Kämpfer. Mal den Rest möchte ich jetzt nicht abziehen, weil die eben zwei Tage dann haben und essen müssen und schlafen müssen. Wir sind die Mistress, aber die haben einfach zu stark, dass es jetzt hinten los. So, und ich denke jetzt wirklich schon, dass die da immer wieder auferstehen.
Bin mir aber. Na, bei mir war das doch auch nicht im letzten Szenario. Ach so, das kann sein, dass das da eine Fähigkeit von ihr auf einem späteren Level war. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. So, der Kampf ist auch gewonnen. Und da werden wir weiter hintere starten. Da haben wir auch noch ein paar Schlachten. Ah, das gehört schon alles dem Plan, das fällt mir jetzt ein wenig an. Da haben wir Furchtfalle. Das heißt, das wird ein Job für unsere Skelette. Ach, geleckt, da können wir so viel immer. Das ist ja scheiße. Going to bed. Ja, dann haut sich mal ins Bett. Und man sieht, der Schlafsaal ist schon richtig deftig ausgenutzt. Das passt. Starving in your prison. Das passt auch. Ah, wir haben da die zwei. Die werden gefoltert. Der Vampir ist mir wurscht. Ah, der Mönch. So, das Portal hat alles angelockt, was gegangen ist. Und wir müssen das jetzt wirklich so ein wenig schuckerlweise machen, dass wir da schon eine Verteidigungslinie machen, die anderen dabei nachziehen und so weiter. Also das wird ein ganz spannender Angriff da noch. Das heißt, das ist nicht jetzt gleich vorbei. Nicht, weil wir da hinten jetzt zu weit sind schon. Ach, gescheiße. Aha. Das hat hier. Die hauen immer Opfer, die blöden Vampire. Okay. Hat er ziemlich viel gefallen, jetzt zeige ich schon. So. Und da schicken wir jetzt eine Call to Arms Flagge rein. Und hoffen einfach, dass die dann nicht so weit kommen jetzt in der Zeit. Und wir machen da gleich eine Solo-Aktion. Nein, ist eh klar, dass ich jetzt die Falschen erwische. Eine Solo-Aktion mit einem Skelett. Damit wir sie gleich die Furchtfalle davon schnappen, weil das hält unsere restlichen Kreaturen einfach ab, dass da was machen. So. Aha, die Goblins rennen da anscheinend ziemlich unbeeindruckt vorbei teilweise. Die größten Angsthasen im Spiel. So, dann da durch. Und da kämen wirklich so viel die ganze Zeit. Das ist ja Wahnsinn. Und werden wir da hinten schon angegriffen? Nein, werden wir nicht. Das ist gut. Weil, dann können wir unsere Armee getrost da noch vorn ziehen, dass die da gleich alle am Geschehen sind. Weil der. Meiner Meinung nach kämen da so unendlich viele Kreaturen. So, ja, Dungeon Hard ist an der Tech. Jawohl, das haben wir gedacht. Ja, dann blitzen wir ein wenig weg da. Gut, da brauchen wir jetzt aber auch kein Fallen oder keine Tür mehr herbauen, weil das ist jetzt eigentlich auch schmoren und umsonst. Werden wir da schon direkt am Dungeon Hard sein und das auf jeden Fall vor dem Gegner. Also, wir kriegen die schneller down, als wieder gegen uns was down bringt, das ist ganz klar. Okay, wo haben unsere Mistress? Die vermisse ich ein wenig. Die haben irgendwie gar nicht da. Gut, der Bereich ist uns Wurst. Und da haben schon so viele Gegner. Scheiße. Kommt schon. Das kann, muss ja ein wenig schneller gehen, das kann es nicht sein. So, wo ist die Mistress? Die ist da. Achso, drum war es abgehauen. Schauen wir mal, machen wir da einen kleinen Heal-Spell auf die, das zahlt sich nämlich aus. Unser Dungeon-Herz müssen wir jetzt im Auge behalten, sage ich einmal. Weil wenn das fällt, dann war das jetzt ein totaler Scheiß. Und wir können das auch selber angreifen, das ist natürlich praktisch. Nehmen wir das unter Beschlag und das dürfte auch gewesen sein. Jawohl, wir haben den wohlverdienten Gem, jetzt zwar ein wenig einer Base-Trade-Aktion gewesen. Und der Horni holt natürlich wieder. Das passt. Und wir haben es wieder mal geschafft. Ich sage danke fürs Zugucken und sage für euch.